Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 5 Updates und 7 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Julian für das Abo und bei Sigi für die Mitgliedschaft. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dies wird wahrscheinlich mein letztes Video sein im Juli, denn ich bin ab morgen im Urlaub mit meiner Tochter für eine Woche. Ich werde versuchen, ab und zu mal doch noch ein Mod-Video zu machen, aber versprechen kann ich es nicht. Wie immer starten wir natürlich mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für den Lizard T25A. Kommt von Wiesnjahr Games 239, Downloadgröße 29,84 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Fehler behoben, Lader mit Anbaugeräten hinzugefügt, Simple IC behoben, der alte Haken funktioniert bereits. Der Joskin Modulo 2 von STV Modding kriegt das nächste Update, Downloadgröße 8,66 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, verschiedene Fehler behoben, neue Designkonfigurationen. Dann kommen wir zum Snüffelstück von MTL Modding Team, Downloadgröße 1,26 MB jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Luft- und Elektroleitungen hinzugefügt, vollständige Beleuchtung hinzugefügt, Farbwahl für den Beleuchtungsträger hinzugefügt, Preis der Offroad-Reifen gesenkt. Dann kommen wir zu der Leerpalettenproduktion von Tetis Saturn, Downloadgröße 3,39 MB in der Version jetzt von 1.0.3.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Markierungen hinzugefügt. Und damit kommen wir schon zum letzten Update. Und zwar kommt das für den Paletten Autoloader Spezialisierungsmod. Und zwar kommt dieser von Archimobil, Downloadgröße 41 KB, jetzt in der Version von 1.8.4.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Use Palette Weight Reduction Konfiguration hinzugefügt zur Reduzierung des Gewichts von eingeladenen Paletten. Default True und Changelog wurde aufgeräumt. Damit kommen wir zu den neuen Mods. Und zwar heißt die erste neue Mod John Deere 2680H High Performance Disc, kommt von Custom Modding, Downloadgröße 17,37 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies eine Scheibenecke mit dem Gewicht von 12,9 Tonnen, braucht 560 PS, hat eine Arbeitsbreite von 12,2 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 22 km/h und kostet 143.200 Euro. Die Qualität von Custom Modding ist immer spektakulär, super schön aufgelöst, schön gemacht. Die nächste neue Mod heißt Herculano CH16000RG, diese kommt von Fugato, Downloadgröße 13,74 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Güllefass mit angebauten Verteiler mit einem Volumen von 16.300 Kubikmetern, wiegt 7,3 Tonnen, braucht 140 PS, hat eine Arbeitsbreite oder Sprühweite von 12 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit von 17 km/h und kostet 43.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian, BKT, Wredestein, Mitas und Trelleborg. Das Design kann geändert werden von Standard zu Standard mit Leiter. Da gibt es hier eine Leiter dazu. Dann gibt es dasselbe mit einer roten Leiter. Dann gibt es noch das rote Fahrgestell und einmal die rote Edition, das heißt mit Fahrgestell und roter Leiter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser kleinen Farbpalette hier und die Felgenfarbe kann aus dieser Farbpalette ausgewählt werden. Wir kommen zum Lizard Agri 13. Dieser kommt von KRKZ Modding, Downloadgröße 3,04 MB in der Version jetzt von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen, braucht 230 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5,50 m und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Der Preis 31.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Als nächstes kommen wir zu der Lizard Ballengabel. Diese kommt von Savvy Modding AM Modding, Downloadgröße 0,84 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Ballengabel mit einem Gewicht von 250 Kilo und dem Preis von 1500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Diese Ballengabel ist dafür gedacht, um mit Teleskopladern zu nutzen.
Die nächste neue Mod heißt Case IH1030, kommt von Leon.k. Downloadgröße 11,85 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich natürlich hier um ein Schneidewerk mit dem Gewicht von einer Tonne und der Arbeitsbreite von 4,4 Metern. Der Preis 28.000 Euro. Die nächste neue Mod heißt Mittlerer Metallschuppen BR, also brasilianisch, kommt von Nymog Mod, Downloadgröße 1,54 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen, ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 27.000 Euro, Unterhalt pro Tag ist 20 Euro. Wir können hier natürlich die Tore öffnen, das ist diese Halle hier, hat zwei große Schiebetore. Den Lichttrigger ist in der Mitte der Halle, einfach auf die linke Maustaste drücken und dann geht das Licht an oder aus. Dann geht es hier weiter und wieder natürlich heraus auf der anderen Seite. Die Textur ist in Ordnung und ja, das ist diese brasilianische Halle. Die nächste neue Mod heißt BR Getreidemühle, kommt ebenfalls von Nymog Mod. Downloadgröße 6,9 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Wer hätte es gedacht, ist natürlich auch eine brasilianische Version der Getreidemühle. Ist diese hier, Kostenpunkt zum Platzieren 76.000 Euro. Ja, hat dieselbe Qualität der Textur. Hier ist die ganze Ansicht. Hier drin wird abgeladen, also hier nicht unbedingt mit hochkippenden Kipperarm reinfahren, sondern eher mit dem Trans 70 zum Beispiel, der hinten herausstößt. Oder natürlich die US-amerikanischen Bell Underbelly-Anhänger, die natürlich dann gegen unten abladen. Hier haben wir das Produktionsmenü, ist die Standardproduktion. Ja, es ist halt einfach die brasilianische Version davon. Tja, das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Videos auf diesem Kanal verpassen möchtest und auch natürlich auch keine Livestreams, dann hol dir das kostenfreie Abo ab. Wenn du den Kanal irgendwie unterstützen möchtest, gibt es die Möglichkeit, eine Spende zu leisten und oder natürlich auch die Mitgliedschaft. Und damit kriegst du natürlich einzigartige Vorteile. Weitere Informationen dazu findest du natürlich unter dem Video auf dem Join-Button. Einmal draufklicken und dann kriegst du die Informationen, die du gerne hättest. Wie gesagt, hier ist bei mir Urlaub angesagt, eine Woche. Ich versuche trotzdem das eine oder andere Video zu machen, auch wenn meine Tochter da ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie nur das Wochenende da ist, sondern die ganze Woche. Ich werde wahrscheinlich schon irgendwo ein Plätzchen finden, einen Moment. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Woche, schönen Urlaub und wir sehen uns dann danach wieder. Bis denn, ganz, ganz herzlichen Dank, danke, tschüss und hasta luego.